Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ja, da oben wäre auch was vielleicht. Na, da oben ist gar nichts. Okay. Da vorne ist unser nächstes Opfer. Unsere nächsten beiden Opfer. Holen wir mal unser Glück. Habe ich souverän ausgeschaltet, oder? Da ist schon wieder so ein Saufig. Wie geht denn das? Lecken tut's auch die ganze Zeit, wie schön. Wow. Ja, das war ein Finisher, ne? Das war super. Oh Mann. Ja. Okay, das heißt, ich habe die Viecher da drüben nicht gesehen. Das heißt, ich muss zuerst die hier ausrotten. Beginnend mal mit dem hier. Wow. Sehr gut. Dann brauche ich natürlich ein bisschen Schnaps. Für 5 Liter. Und dann kann ich die Häscher angehen. Wow, ich wollte es ausweichen. Der ist mir jetzt so richtig schön angestürmt. Ich werde verrecken. Passt. Da ist noch ein Viech. Huch. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Das ist jetzt echt übel. Schluck, schluck, schluck. Schluck, schluck, schluck. Mann, ey. Ach komm, mit einem Schlag. Ich habe halt nichts mehr, ne? Ich muss schauen, ob ich noch kleinere Heiltränke habe oder so. Boah, ist das grausig. Naja. Dann schauen wir mal. Heiltränke. Ja, wie befürchtet kann das Schwert nichts. Kannst du was? Plasmaball. Also wir könnten ihn führen. Probieren wir es mal, oder? Wow. Also was, das ist halt schon unfair, ist das echt. Muss ich schon sagen. Das ist jetzt schon echt unfair. Na, das ist jetzt schon echt unfair. Also das... Das ist echt ungut zu unterstützen, echt. Ja, Premium, hast recht. Das habe ich verdient. Na, das ist echt nicht... Also was? Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Jetzt rüste ich mich da mit einer neuen Waffe aus und krieg schon aufs Maul. Gehört sich das? Nein. So. Na, wenigstens habe ich jetzt Zeit für meine Tränke, ne? Haben wir überhaupt noch welche? Mächtiger. Vollständige Heilung brauche ich nicht noch. Den harten Hund werde ich, glaube ich, jetzt nehmen müssen mal. Aha. Könntest auch mal zuschlagen. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Schön. Na, wenigstens was, ne? So, Mistviech erledigt. Sehr schön. Ich möchte gerne schlafen gehen. Also nicht im Real Life, sondern hier im Spiel. Das wäre mir sehr lieb.
So, mal schnell speichern. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Na, unglaublich. So. Gut. Schnaps trinken. Wenig Brauchbares in den Trümmern. Du könntest schon zuschlagen. Was du blöd, brauchst du nicht anstellen, du Mistkerl. Unglaublich ist das, echt. Das ist echt unglaublich. So. Mal aufregen. Dann geht's schon wieder leichter. So, welche Viecher warten uns hier? Derweil schaut es nicht so schlecht aus. Ray, was machen wir da? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Weißt du, was ich an dir am meisten schätze? Deine Menschlichkeit. Eigentlich nicht zu erwarten bei einem Kerl wie dir. Bemerkenswert. Danke. Trotzdem, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich muss schlafen, dringendlich. Also... Also wirklich, das ist echt schon eine sehr harte Geschichte. Alte Pflichten, Maschine, Gefährten, da. Neue Erkenntnisse für eine Handvoll Splitter. Wait, das bringt mir ja nichts. Vielleicht eher neue Erkenntnisse? Na, das stimmt auch nicht. Bin ich da jetzt überhaupt richtig? Ich bin mittlerweile nicht einmal sicher, ob wir da überhaupt richtig sind. Ich werde einmal schlafen. Das ist immer das Wichtigste, dass wir da ein bisschen fitter sind. Gehen wir ein bisschen schlafen. Und dann, ja... Ich glaube, ich habe hier Zeit vertrödelt. Vielleicht hätten wir dort unten ein Stück weiter gehen müssen. Das könnte sein. Den habe ich gemacht, ne? Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja, ja, da hast du recht. Vielleicht, hoppala. Super, gleich geschlafen, direkt wieder verletzt. Vielleicht hätte ich hier gar nicht her sollen. Vielleicht hätten wir weiter in die Richtung müssen. Oh, da haben wir einen Kleriker. Warte mal. Spielstand speichern. Vielleicht war das das schon. Und ich habe eigentlich hier umsonst die Viecher ausgerottet. Naja, umsonst ist es ja nicht. Wir hatten ja Stufe aufgestiegen. Das ist ja gut. Hallo? Walter, da ist er ja. Nein, wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Mhm. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Mhm. Oh, nein, er hat mich gefunden. Verdammt. Ich muss jetzt gehen. Hey! Ich schätze, er hat wohl etwas Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Hey, Mann, hinterher! Der Kerl will abhauen! Er wird sich irgendwo verstecken. Alter. Vermutlich da, wo auch der Rest von seinem Kram ist. Ich sollte ihn verfolgen. Und schauen, wo er unterkriechen will. Ah, also nicht umbringen. Dann rennen wir halt hinterher. Ein bisschen lächerlich, ne? Aber naja. Wir kriegen dich, wir kriegen dich.
gerade sehr spannend, ne? Das ist gerade mega spannend. Was da? Kann man ihn eigentlich schon zusammenschlagen? Geht das schon? Tatsächlich. Renn weiter. Geht schon. Okay, oder auch nicht. Hätte ich ihn jetzt noch weiterlaufen lassen sollen? Dieser Kleriker hat offenbar diese Steckbriefe geschrieben. 5 beschriebene Zettel aus einem alten Szenerblock. Demnach hat er vermutlich 5 weitere schon in Umlauf gebracht. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ray? Sieht ganz so aus, als hättest du dir mit dem Kleriker Walter einen gefährlichen Feind gemacht. Er hatte gleich einen ganzen Haufen deiner Steckbriefe und es gab einen Hinweis, dass er kaum mehr als 5 weitere an Wyatt gegeben hat. Und wenn er noch weitere Outlaws beauftragt hat? Unwahrscheinlich. Wyatt ist mit Sicherheit der Einzige, der im Vor von der Sache Wind gekriegt hat. Steht auf dem Steckbrief nicht etwas von Mitternacht und Eingangstor? Nein, nein, es gab immer nur einen, der für den Job in Frage kam. Wyatt. Mann. Dieser Mistkerl von einem Kleriker wusste offenbar genau, wie er mich beschäftigt. Was hast du verbrochen, dass du Big W gleich die ganze Meute auf dich angesetzt hat? Es ist schon eine ganze Weile her, da ist einer dieser Kampfkolosse in der Nähe des Forts verreckt. Ich witterte meine Gelegenheit und wollte das Ding ausschlachten. Leider hatten einige Kleriker etwas dagegen. Ich schlug sie zurück und erledigte sie. Bis auf einen. Er entwischte mir und flüchtete zurück nach Ignadon. Das war Walter, der sich mit seinen Steckbriefen gehörig revanchiert hat. Tja, fast wäre sein Plan aufgegangen. Deine Steckbriefe sind jetzt wieder alle aus der Welt. Oh, echt? Haben wir fertig? Super. Deine Steckbriefe sind jetzt wieder alle aus der Welt. Ha, du hast meinen Hals gerettet. Ich bin dir etwas schuldig. Schon wieder. Ich hoffe, ich kann den Mist, den ich verzapft habe, am Ende wieder gut machen. Mit Hoffnung kommst du bei mir nicht weit. Mag sein, aber vielleicht mit einem Batzen Kohle. Wo hast du den denn jetzt her? Nein, warte, ich will das gar nicht wissen. Wie du willst. Kauf dir was Nützliches davon. Du wirst es brauchen. Und danke nochmal. Du bist so etwas wie der letzte Freund, der mir in dieser Scheiße hier noch geblieben ist. Gerne. Wow, 4080. Cool. Erfahrungspunkte. Schön. Passt, das hätten wir. Da habe ich, ja. Das war alles Absicht. So. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht können wir mit Kaya weitermachen. Haben wir jetzt nur mehr Hauptmissionen dann? Wow. Wird Kaya sich bei mir melden? Ich möchte trotzdem die liebe Kaya als unsere Weggefährtin mitnehmen. Bauen wir uns einfach ins Lager und tauschen wir den guten Ray gegen die Kaya aus. Das hört sich so gemein an immer. Jo. Also Ray, ich danke dir. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Sicher doch. Danke. So. Wo ist unsere Kaya-Maus? Lloyd. Achso, okay. Ich wollte nur schauen, ob ich ihm was sagen kann.
Falk wäre auch wieder mal cool mitzunehmen. Ach, der ist ja die Hübsche. Hey, hallo. Ich glaube, ich habe da etwas. Ja, gerne. Eine weitere Elex-Spur? Ja, ich weiß, die Gegend ist nicht ganz ungefährlich. Sie ist recht nahe an einigen Alpstellungen in Xarkor. Wir sollten uns also gut vorbereiten, bevor wir dort auf Elex-Suche gehen. Alles klar, ich kenne Xarkor ziemlich gut. Lass uns gehen. Boah, sorry, echt. Lass mich mal das speichern, bitte. Das endet, glaube ich, wieder in einem Desaster. So. Da gehen wir's an. Ich kenne Xarkor ziemlich gut. Lass uns gehen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Wir werden verrecken. Ja, wir werden verrecken. Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein. Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Komm. Warum alles so schnell wie möglich wieder weg? Aber die Musik ist schon der Hammer. Halt, da ist was. Großes Heilkraut, super. Tja. Kristallratte. Hä? Und wo ist sie jetzt hin? Gnädigste, wartest du noch auf mir? Irgendwie heil ist da gerade voll was. Au! Haben wir auch was. Aha, davon wird sie angegriffen. Oh Mann. Kristallwarte, ne? Alter, ich hätte mich echt besser vorbereiten sollen. Puh. Trink ein bisschen Schnaps, ha? Bitte. Ich kann nur mit dem Flugzeug greifen. Das überleben wir nicht. Da haben wir einen Teleporter. Jetzt ist die Frage, wo unsere Prinzessin hin ist. Oh! Es lädt gerade noch. Ist da von Alp? Um Gottes Willen. Das gibt's ja nicht, oder? Ich glaube, ich kann das schwer laden. Wo ist jetzt unsere Prinzessin hin? So, mal kurz schauen. Quest. Ein Balanceakt. Wo ist sie denn? Food. Tja. Ah, da drüben. Nichts mehr hinterher. Puh. Ich bräuchte mal was zum Pennen. Also ein bisschen Schnaps trinken. Ein bisschen Steam. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie hoch. Bleib bei mir. Wir sind nicht allein. Das ist mir schon klar. Da, nimm die Waffe, bitte. Sehr gut. Oh je. Oh je. Oh je. Gut vorbereiten. Ja, ja. Ist schon recht. Oh je. Ich sehe nur Schlimmes. Oh je, ich sehe nur Schlimmes. Ein Topf einmal.
Brause, Suppe, Bier, Trockenfleisch. So, ich hoffe, ich bin einigermaßen fit dann. Oh mein Gott. So, weg. Okay, keine Ahnung, was ich hätte tun sollen. Das haut so nicht hin. Das haut so nicht hin. Nein. Wir haben nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr. Es gibt nichts zum Heilen. Es gibt nichts zum Schlafen. Es gibt nichts, gar nichts. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Okay. Ja. Ich sollte auch mal meine Fähigkeiten weiter trainieren, eigentlich, ne? Ich bräuchte eine Werkbank. Gab es hier eine Werkbank? Ich glaube nicht. Da muss ich noch Goliath zurück. Zuerst gehe ich mal kurz pennen und dann nach Goliath und dann schauen wir weiter. So. Ich glaube halt, dass wir bei uns ein Bettchen hatten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe es. Ja. Also, bis zum nächsten Morgen pennen. Gute Nacht. So, dann gehen wir es an. Einmal nach Goliath, dann gehen wir mal lernen. Dann hoffe ich sehr stark, dass wir unsere Waffe ausbauen können. Das brauchen wir nämlich auch. Wo war die Kartendings? Da. Kann man eine? So nicht. Nein. Haben wir nicht. Der geht auch nicht. Der ist leer. Ja gut. Puh, echt. Unglaublich. Also, ja. Goliath Schmiede. Ja, bitte. Ich hätte vielleicht die Kaya gleich mitnehmen sollen, aber ist wurscht. Also, Schmiede. Werkbank. Dann gucken wir mal, was wir brauchen, was wir können müssen für unsere Waffe. Und zwar die Zahnaxt für Stufe 3 müssen wir haben. Aha, das geht überhaupt nicht. Hatte ich dann mir für das Schild was gedacht gehabt? Schrottschild. 50 Konstitution. Was hatte ich denn haben wollen? Ich habe das ehrlich gesagt vergessen. Egal, gehen wir mal lernen. So. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, ja. Also. Wie weit kommen wir hier? Alles, dann hätten wir die 70. Level Up haben wir auch bald wieder, dann können wir bei Konstitution weitermachen. Jo, warum eigentlich nicht? Passt, tschum. Wir müssen sowieso lernen. Ist eh wurscht. Werkbank. Wie schaut's aus mit Heiltränkchen? Kleiner Heiltrank, großer Heiltrank. Anfertigen 2 Stück, jawohl. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Dann Heiltrank. 5, jawohl. Dann können wir vom Großen noch was machen. So. Stims haben wir eigentlich genug. Aber vom harten Hund machen wir halt noch 5. Von dem geht nichts, weil uns der Stachel fehlt. Aufputschmittel für Kampf Plus, La Cucaracha, Überleben, Schrottsammler, Gegenstände erspüren. Ja. Können wir eigentlich so lassen.
Passt. Wir könnten theoretisch noch was lernen, ne? Immer dieser Technik-Kram. Die Frage ist nur was. Ach, sei still. Was wäre die Frage? Was? Abenteurer war mit Teleporter, ne? Ja. Kampf, Fernkampfwaffen. Den Schaden wird erhöht. Schwere Waffen, Bratestärke. Lässt dich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Granaten. Was hätte man noch? Überleben, Handwerker, Goldschmied wäre nicht schlecht. Wie viel können wir da? Wir haben 4 Lernpunkte dort, Deichsel. Hacken. Ja, hacken wäre gut. Bergbau. Wäre auch nicht schlecht. Was hätten wir hier noch? Persönlichkeit. Überlebenstheorie. Erhöht den Überlebenswert. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Berserker. Magie. Mana, Magie. Das wäre auch nicht so schlecht. Aber das kostet halt alles so teuer Geld. Outlaw und Dingskleriker gehen eh nicht. Ja. Also das mit Handwerk wäre mir schon mal lieb, dass wir Hecken noch einmal ausbauen könnten. Goldschmied bin ich mir unschlüssig und Berserker wäre mir lieb. Magie. Okay. Dann, warte. Der war, wo war der denn schnell? Persönlichkeitslehrer, Persönlichkeitskampf, Überlebenslehrer, der war dort, wenn man beim Eingang... Ja, machen wir vom Eingang weg, laufen wir das Stück rauf und der Partys hat Überlänge. Super. Aber das machen wir jetzt noch. Hacken lernen wir noch schnell. Und ja. Nein, du sollst sprinten. Nicht gehen. Danke. So, das machen wir noch schnell und ja. Dann schauen wir weiter. Achso, warte. Eigentlich könnte ich gleich dahin nach hinten. Da vorbei. Da hinauf. Und das wäre schneller, als wie durchs Haus zu laufen. So. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Der müsste hier irgendwo sein. Du da. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Und zwar hätten wir gerne Hacken. Noch einmal geht sich nicht aus. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Den Kampf. Irgendwas mit Kämpfen. Verdammte Technik. Jetzt hör auf, reg dich nicht immer so auf. Kampf wäre super. Kampflehrer, der war glaube ich oben. Fernkampf wäre mir lieb. Schwere Waffen. Schwere Waffen. Fällt eine Axt unter schwere Waffe? Ich glaube nicht, oder? Aber dieses Fernkampf können wir lernen. Nahkampf geht ja noch nicht. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Vor allem an Stärke fehlt uns ein Haufen. Schwere Waffen. Los. Können wir uns theoretisch anschauen. Der Kampflehrer war, glaube ich, hier oben. Ja. Passt einmal zum Hotel rauf. Jetzt haben wir mega Überlänge, ist ja wurscht. Dafür haben wir das erledigt und gut ist. So. Also Fernkampfdingens, da ich so gern auch mit Fernkampfwaffen kämpfe. Und Magie wollte ich dann noch, glaube ich, ne? Cormac? Ja, da ist er. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Yep. Also Fernkampf einmal. Tschang.
Ja, schwere Waffen von mir aus. Passt. Und dann müssen wir noch zu dem einen Mana-Typen. Unserem Berserker-Lehrer. Da könnte man das mit Mana versuchen. Dann kann ich nämlich mal die Berserker-Fähigkeiten vielleicht besser nutzen. Ich glaube, der war da unten. Tap, tap, tap. Bin ich jetzt zu weit? Fuck. Mist, ich bin zu weit. Scheiße. Das machen wir beim nächsten Mal. Alter Schwede, das nächste Mal, wenn wir in Goliath sind. Passt schon. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.